Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Off to 7000 Islands. Und mein Name ist Erik und ich dachte, heute quatschen wir mal ein bisschen, was ich ja 7 Jahre studiert habe und ja auch immer mal wieder ganz gern anwende. Das ist nämlich die Psychologie und im Speziellen die Medienpsychologie, wo mein Schwerpunkt im Studium drauf lag. Ich bin trotzdem Vollpsychologe, aber mit Schwerpunkt auf Medienpsychologie im Studium. Das hat mir einfach am besten gefallen und es gab mal wieder ein Medienthema und ich dachte, das greife ich mal ganz kurz auf, um ein paar Sachen zu erklären, wie Medien funktionieren und was ich daran gut finde und was schlecht finde und auch was es mit Medienpsychologie auf sich hat, was machen zum Beispiel Medienpsychologen und welche Effekte hier an diesem Beispiel zum Tragen kommen. Also wer das interessant findet, hat nichts mit den Philippinen zu tun, sondern mit deutschen Medien, dem ZDF und der Bild-Zeitung. Das habt ihr ja vielleicht im Thumbnail und im Titel gesehen. Wer das mal interessant findet und da mein Kommentar aus einer medienpsychologischen Ecke heraus, also da mal dazu haben will, der kann jetzt dabei bleiben. Alle anderen kann ich hier nur verweisen auf unseren Vlog, andere Videos zum Vlog hier über die Philippinen, falls ihr sowas hier langweilig findet. Wie gesagt, ich lade das auch auf meinem Zweitkanal hoch. Also wenn ihr es einmal gesehen habt, dann reicht das vollkommen aus. Aber alles auch nochmal unten verlinkt natürlich in der Beschreibung. I feel like I'm losing my mind. Kommen wir zum Weihnachtsaufhänger von der Bild-Zeitung. Das ist natürlich schon mal, also ich bin kein Bild-Zeitungsleser, ich bin aber auch kein ZDF-Schauer oder folge ZDF in irgendeiner Weise, da ich auch, der mich kennt, der weiß, dass ich weder von der Bild-Zeitung viel halte, noch von den öffentlichen rechtlichen Rundfunk viel halte. Allerdings würde ich sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, was ich eher mag, dann doch lieber den öffentlichen Rundfunk. Und deswegen sehe ich auch kritischer, was der öffentliche Rundfunk im Internet macht. Vielleicht machen wir da nochmal ein Video zu Funke und Co. Aus einer medienpsychologischen Perspektive. Aber da sind ja ganz viele Videos schon draußen, was sie sonst noch alles so machen. Aber zum Beispiel die Thumbnails und was es da alles so gibt, was der Rundfunk, meiner Meinung nach, der staatlich bezahlte Rundfunk anders machen müsste. Das werden wir aber nicht drauf eingehen. Heute geht es darum, dass der ZDF auf Instagram eine Umfrage veröffentlicht hat, die sie auch auf Instagram gemacht haben, wie ich das richtig verstanden habe. Und die wollen wir uns jetzt mal kurz anschauen. Hier seht ihr sie. Also hier. Und schauen wir mal kurz rein, was da zu sehen ist. Und ihr seht schon, Mensch du, das ist natürlich ein Aufhänger. Das kommt in Deutschland auf den Weihnachtstisch. Und ganz oben ist vegetarisch. Und dann Kartoffelsalat und Wurst und all diese ganzen Sachen, was Deutsche halt so essen. Ne? Okay, die ersten sind wahrscheinlich jetzt stutzig geworden, falls ihr noch dabei seid im Video und denkt euch, Mensch, was ist denn hier eigentlich los? Vegetarisch ist doch gar kein Gericht, sondern eine Kategorie. Und da ist schon der erste Punkt, ne, zum Thema, glaube nie an eine Statistik, die man selber nicht gefälscht hat. Also, der erste Punkt hier, wie wir das sehen, vegetarisch ist kein Gericht, so wie alle anderen, die da unten aufgeführt sind. Und ich bin ja ein großer Fan, erstmal Dummheit zu unterstellen, statt immer gleich Bosheit, wie, naja, ihnen das vielen vorgeworfen wurde auf Instagram und dann natürlich auch von der Bild-Zeitung als Aufhänger aufgegriffen. Und was wir hier, also ich würde ja sagen, der Praktikant, der ganz wenig bezahlt wird, weil die Großen im ZDF sich irgendwelche 5er BMWs shoppen, der musste so eine Tabelle, natürlich nur angeblich, alles nur angeblich. In diesem Video ist alles ein Kommentar. Bitte
nicht zu ernst nehmen. Keiner muss irgendjemanden verklagen. Es ist nur ein Kommentar, meine eigene Meinung. Okay? Also, zurück zum Video. Hier sehen wir natürlich, und das hat mein Psychologieprofessor immer gepredigt, also der Statistikprofessor hat immer gepredigt, Mensch, so, es gibt Sachen, ja, wie man die dreht, so ist es am besten. Ne? Und da gibt es auch immer wieder wissenschaftliche Studien, das ist eine Instagram-Umfrage, da kommen wir noch später dazu, warum die so schlecht ist, aber das ist eigentlich ein Spaß, den die machen wollten. Und jetzt aus Dummheit ist natürlich, die Leute haben das richtig angeklickt. Ja? Also umso mehr Leute anklicken, umso länger der Balken, ist ja logisch. Und die haben halt, wenn du einzelne Gerichte einer Kategorie auflistest gegen eine andere Kategorie, dann ist es natürlich ganz logisch, dass die eine Kategorie gewinnt. Das ist ja ein Oberbegriff, vegetarisch. Und dann alle anderen zusammengezählt, dass viel mehr Leute Fleisch als vegetarisch essen, ist eigentlich zu erwarten. So. Und das hat halt die Bild-Zeitung aufgefasst. Und da mal, ist natürlich lustig, dass es die Bild-Zeitung ist, aber naja. Zum Thema dazu kurz. Also ich finde es eigentlich gut, dass die Medien sich gegenseitig auch regulieren. Ne? Also dass die eine Medienanstalt sich mit der anderen auseinandersetzt und da auch kritisiert. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ist natürlich hier nur ein Spaß. Und die Bild-Zeitung macht natürlich alles, um Klicks zu bekommen. Also noch viel, viel mehr als die Öffentlich-Rechtlichen. Und deswegen greifen die halt sowas auf. Ist ja ganz verständlich. Und damit nur mal das ins richtige Licht gerückt wird, wenn man auf die Bild-Zeitungs-Webseite geht und diesen Artikel ansehen will, dann kommt Folgendes. Und das sieht man schon, man wird erpresst zwischen dem Abo oder allen Cookies. Ich weiß gar nicht, ob das legal ist. Also eigentlich kann man ja immer auswählen zwischen verschiedenen Cookies und welche nur technisch, also damit die Webseite wirklich gut läuft, sind und so weiter. Und hier sind aber, entweder du machst das Abo oder du wirst im Internet verfolgt von unseren Cookies. Natürlich kann man das auch umgehen mit den richtigen Browser-Einstellungen, ne? Opera, nochmal so als Tipp. Aber wie gesagt, jetzt geht's wieder ins richtige Video rein. Also ich glaube, das haben wir verstanden. Diese Umfrage hat die falschen Fragen gestellt. Und ich könnte mir gut durchaus vorstellen, dass der Praktikant, der das erstellt hat, weil gar kein anderer Lust hatte, sowas zu machen, er hat gedacht, okay, er hat sich die ganzen Menüs da, die ganzen Gerichte ausgedacht und dann hingeschrieben, okay, wir müssen aber noch die Vegetarier mit einbeziehen irgendwie. Es gibt zwar kein typisches vegetarisches Gericht, obwohl Fondue ja auch vegetarisch sein kann. Naja, aber wie gesagt, und hat es unten mit hingeschrieben und dann, ups, hat er halt nicht richtig nachgedacht und dann ist es ganz oben gelandet, weil natürlich viele doch vegetarisch essen aus verschiedenen Gründen, aber natürlich wesentlich mehr Fleisch essen. Und ich könnte mir vorstellen, ist das wie die Kategorie Sonstiges, und wenn du die anderen Kategorien so blöd wählst, dann wählen natürlich auch viele Sonstige. Wurde gescheduled auf ZDF, um viele Klicks zu bekommen, und fertig, da auf Instagram, auf ihrem Instagram-Kanal. Naja, und dann hat es die Bild-Zeitung aufgegriffen. Aber wenn diese Umfrage und so wie es aus dem Bild Artikel hervorgeht, dann geht's da auch, ist diese Umfrage auch auf Instagram entstanden. Und da ist es natürlich dann wieder vollkommen unklar, was die Umfrage uns überhaupt sagt, weil sie ist nicht repräsentativ. Und ZDF sagt das auch in ihrem Post, sie ist nicht repräsentativ, und auch in ihrer Entschuldigung danach, es war eh nicht repräsentativ, es ist halt ein Spaß gewesen. Und deswegen würde ich auch nicht unbedingt erwarten, dass es jetzt mit Bosheit oder irgendwie, was ja öfters im ZDF vorgeworfen wird, mit irgendeiner linken Agenda zu tun hat. Ich würde sagen, das war halt dumm, und dadurch, dass es nicht durch ordentliche Kontrollen durchgeht und das Geld im öffentlichen Rundfunk für andere Dinge verwendet wird, deswegen kommen halt solche Fehler zustande. Ja, wie gesagt,
zu Umfragen auf Instagram. Da ist es natürlich vollkommen unklar, wer da überhaupt mitgemacht hat. Man kriegt zwar als Content Creator ein bisschen einen Einblick, wer ungefähr auf seinen Content draufklickt, aber das ist natürlich erstmal nicht 100% genau. Und viel mehr Leute auf Instagram, zum Beispiel junge Leute, geben ein falsches Geburtsdatum an, um älter zu sein, um diese Plattform überhaupt zu benutzen. Also, das sind alles solche Verschiebungen. Man weiß also nicht, wie alt die Leute sind. Man weiß zwar, wie viele Leute mitgemacht haben, aber man weiß nicht, wie alt die Leute sind, was ist der Durchschnitt, was ist der Bildungsschicht und was auch immer. War alles Dinge, die eine Stichprobe erst so richtig interessant machen. Deswegen nicht repräsentativ. Das hätte man eigentlich in das Bild reinschreiben müssen, was sie da gepostet haben. Das wäre natürlich ganz wichtig gewesen, aber es ist halt nur ein Aufhänger, um mehr Klicks zu bekommen, ne? Ganz logisch. Deswegen ist das nicht alles da. Aber richtige Medienarbeit, richtiger Journalismus muss auch ordentliche Graphen erstellen. Und das Lustige daran ist eigentlich, dass die Bild-Zeitung ja ständig falsche Graphen, also die tricksen die ganze Zeit mit ihrer Darstellung von Graphen. Und das ist eigentlich, und es wird in vielen Zeitungen und anderen Medien immer wieder, es werden Grafiken benutzt, die natürlich oft größere Dinge, also Dinge größer aussehen lassen, als sie eigentlich sind und diese ganzen Sachen. Deswegen muss man immer auf die Maßeinheiten an der Seite schauen. Also bitte immer auf die Maßeinheiten an der Seite schauen. Ne? So viel dazu. Ich habe auch mal noch eine andere Fake-Umfrage, also das gibt's nicht, habe ich mal rein erfunden, aber fände ich auch ganz lustig und wird wahrscheinlich auch irgendwo mal erscheinen, wenn man lange genug sucht. Und falls der ZDF mich anstellen will, ich mache gerne euch solche Grafiken, aber hier mal eine Grafik zum Autofahren, sowas gibt's bestimmt auch, wenn ihr nur lange genug sucht. Und ist natürlich genau dasselbe Problem wie bei dieser Angabe vegetarisch. Ist halt einfach falsch. Naja, so viel vielleicht zu diesem Post. Und vielleicht noch ein Punkt kurz, bevor wir zum nächsten Punkt kommen. Das ein anderes Thema ist ja Framing. War vor ein paar Jahren ja mal in aller Munde. Also wie stellt man was dar? Man hätte natürlich auch in dieser Grafik, wenn man gemerkt hat, man macht diesen Fehler, man könnte ja auch einfach vegetarisch weglassen, hat man aber nicht gemacht. Na, man tut es ganz oben hin tun, damit es auch wirklich jedem auffällt. Von daher, also Framing, wie stelle ich den Punkt, den ich machen will, dar? Und das ist natürlich, also das hat die Bild-Zeitung perfektioniert. Und jetzt sehen wir mal hier mal einen Punkt, wo halt der ZDF ein bisschen daneben gegriffen hat. Aber das ist auch ein ganz interessanter Effekt und das machen wir die ganze Zeit. Ja, also ich kann sagen, wie stelle ich was dar, um meinen Punkt zu verdeutlichen? Das ist eigentlich Framing und das ist ganz spannend. Da gibt es interessante Studien. Ich schaue mal, ob ich die noch finde, zum Beispiel zu Flugzeugabschüssen, zivilen Flugzeugabschüssen, wenn es die USA jemanden abschießt oder der Iran. Da gibt es ganz interessante Sachen. Also traurig, sehr traurige Beispiele, aber ganz interessante Sachen, wie die Geschichte gedreht wird, abhängig von wer die Geschichte erzählt. Und das ist eigentlich ganz spannend. Und Framing natürlich, also er spielt da auch eine Rolle, ich würde es mal so, das könnt ihr auch immer im Hinterkopf behalten, wenn es um Meinungsbildung geht, also wie wird etwas dargestellt und vor allen Dingen in den freien Medien müssen natürlich, also alles, was auf dem freien Markt ist, muss es natürlich auch eine gewisse Reißerigkeit haben, sonst verkauft sich einfach nicht. Und das kann man zwar den Medien vorwerfen, aber eigentlich ist es kein valider Punkt, weil sie sind ja auch Unternehmen, die Geld verdienen müssen. Wohingegen der ZDF muss das nicht machen und deswegen ist das
auf einem anderen Level eigentlich, weil der ZDF wird ja gebührenfinanziert. Von daher, und da, das ist ein riesen Kritikpunkt, ist aber hier das falsche Beispiel für diese Grafik, die passt da zu wenig rein, aber auch was, worüber man nachdenken sollte, einer dieser Medieneffekte, die ich echt spannend finde. So, und dann noch ein paar kleine Tipps als Medienpsychologe. Und es gibt ja viele Studien über die Medienlandschaft und ein was vielleicht vorneweg. Also der ZDF und der öffentliche Rundfunk und der Rundfunk, also Fernsehen, die als Grundgeschäft Fernsehen haben, haben eine andere Regelbasis, nämlich den Rundfunkstaatsvertrag, als die Presse, also die schriftlichen Medien. Die haben den Pressekodex, der auch relativ bindend ist, aber nicht dasselbe ist wie der Rundfunkstaatsvertrag. Das sind zwei unterschiedliche Basen, auf denen das basiert. Das hat verschiedene Folgen. Ja? Und der Informationsauftrag ist höher für die Rundfunkanstalten. Also deswegen hat ProSieben zum Beispiel auch Nachrichten, wohingegen in der Presse, also die Bunte jetzt überhaupt gar kein, oder irgendwelche Frauenzeitschriften oder Men's Health oder so, die haben keinen Nachrichtenauftrag. Wohingegen ProSieben so viel Reichweite hat, dass sie schon wieder auch Nachrichten machen müssen, weil sie diese Verantwortung im Rundfunkstaatsvertrag mitbekommen. Neben den Öffentlich-Rechtlichen. Aber Presse ist da freier. Die Presse, also die schriftliche, die Bild-Zeitung und der ganze Springer Verlag und all sowas. Und deswegen, würde ich sagen, kommen in den schriftlichen Medien oft mehr Mist als im Fernsehen. Mal ausgenommen von RTL und RTL2, die auch viel Mist produzieren. Aber wie gesagt, private Sender haben dann wiederum nochmal ein paar andere Regeln als die Öffentlich-Rechtlichen. Von daher, und das Problem, also ich glaube, die meisten Leute sehen ja das Problem mit den öffentlichen Rechtlichen, dass die halt nicht immer ihrem Auftrag bewusst sind und vielleicht auch nicht immer, also warum gehen sie nicht mit der Zeit? Also sie haben einen Nachrichtenauftrag, aber ich finde es halt doof, als ich in Deutschland gewohnt habe, dass ich GEZ für Rosemunde Pilcher und Tatort, den ich überhaupt nicht schaue. Oh, smash that Dislike-Button. Der mag Tatort nicht, wie kannst du das nur? Aber ich mag das schon, aber ich würde dafür nicht bezahlen. Wenn ich es bezahlen müsste, würde ich es überhaupt nicht schauen. Ja? Also darum geht's. Also es gibt berechtigte Kritik an der ZDF, am ZDF und den öffentlich-rechtlichen Sendern. Es gibt aber auch berechtigte Kritik am Springer Verlag. Und wer die letzten Jahre Nachrichten geschaut hat, dem ist das ja immer mal so bewusst geworden. Fragwürdige Personalentscheidungen, aber auch, die Bild-Zeitung. Ne? Also, das lesen ja auch viele, es ist ja auch viel unterhaltsam, aber es ist halt auch viel Schrott drin. Ne? Und wie es aufbereitet wird, Clickbait auf alt. Ja, also wenn du am Zeitungsstand vorbeiläufst, welche Zeitung siehst du dann? Ja, das ist Clickbait, also diese Aufmerksamkeit auf anziehende Schlagzeile und dann ist dann eine nackte Frau drauf und was weiß ich was. Ja, also von daher, die Bild-Zeitung muss sich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Was die machen, ist auch Clickbait, so wie der ZDF halt auch ganz oft, vor allen Dingen in den Online-Angeboten, ja, weil sie da mehr im freien Markt sind als im Fernsehen. Und ja, das ist aber mal nochmal für ein anderes Thema. Jetzt wurde ich immer mal gefragt, wie bekommt man vielleicht ein gutes Bild von Nachrichten oder von einem bestimmten Thema, was gerade in den Nachrichten ist oder wo man immer wieder drüber hört. Und da
ist es so, dass wenn man jetzt noch Zeitung liest, was vermutlich die meisten von meinen Zuschauern euch noch so ist, obwohl, naja, ich persönlich eher weniger Zeitung lese, aber auf irgendeinem Format, also es gibt noch viele, ich will ja nie, muss nicht sagen, dass es nur Boomer hier schauen, aber es schauen schon viele Boomer und die lesen noch viel Zeitung, einfach aus den Studien heraus, die es in der Medienpsychologie darüber gibt. Und von daher, wie bildet man sich aus der Zeitung ein gutes Bild? Und ich würde sagen, das ist relativ kostenintensiv, denn wenn man die Medienlandschaft sich, die Zeitungsmedienlandschaft sich anschaut, dann hat man mal, also natürlich sowas wie die Taz und wie heißt das, Kompakt, das ist links und rechts außen, und ich würde die generell eher abschreiben. Und dann hat man dann auf der linken Seite, warte mal, wie seht ihr das eigentlich? Andersrum, ne? Ja, man hat auf der linken Seite dann halt irgendwann die Zeit relativ in der Mitte und auf der rechten Seite die Welt relativ in der Mitte. Und dann die Frankfurter Allgemeine, wenn man sich so anschaut, die ist relativ, ja, zentral. Wenn man sich die Studien zu Zeitungen und deren politischen Ausrichtung, die sie ja durchaus angeben, also die wollen euch ja da nicht belügen, wenn man ins Impressum von den Zeitungen reinschaut, steht das meistens auch da drin. Aber so Welt, Zeit und Frankfurter Allgemeine in der Mitte. Der Tagesspiegel ist auch irgendwo da in der Richtung angesiedelt. Also nicht der Spiegel, sondern der Tagesspiegel als Zeitung. Und so kann man die deutschlandweiten Zeitungen vielleicht irgendwo einordnen, als die wirklich richtigen Journalismus betreiben. Ich will der Bild-Zeitung nicht immer absprechen, dass sie keinen Journalismus betreiben, aber naja, es ist halt eine Klatschpresse. Es ist eine andere Kategorie, aber so in der Mitte. Ja, und dann kann man auf diesem Spektrum kann man auch die anderen Medien einordnen und versuchen, da reinzutun. Aber mit diesen drei Zeitungen, wenn man die alle drei lesen würde oder zu jedem Thema das lesen würde, dann kann man sich schon ein relativ gutes Bild von einem Thema machen. Und es gibt viele Studien, die genau diese drei Zeitungen benutzen, weil sie halt deutschlandweit sind. Und deswegen kommt man zu diesem Bild, welches ja, Zeit, ein bisschen weiter links, Welt, ein bisschen weiter rechts, Frankfurter Allgemeine, die trifft noch ganz oft die Mitte, ja, zwischen links und rechts. Und das könnte man machen. Wie gesagt, ist sehr kostenintensiv. Würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ich würde sagen, mit ein bisschen Menschenverstand sieht man schnell eigentlich durch verschiedene Sachen durch. Außerdem, man kann sich auch immer mal Herausforderungen mit Meinungen und Medien, die einem seinem Weltbild nicht entsprechen, ist auch immer ganz gut und hilfreich. Und sich auch mal, naja, wenn ihr eher auf dem konservativen Spektrum seid, wie viele meiner Zuschauer, würde ich vermuten, also zumindest Christen sind eher konservativ, könnt euch ja mal trauen, die Taz mal immer mal einen Artikel zu lesen. Ja, geht ja zum Beispiel auch. Und dann euch ein bisschen herauszufordern, okay, was für Punkte haben die denn? Und so ist halt viel Arbeit. Das Internet tut euch natürlich oft in Filterblasen rein. Ist auch mal ein anderes Thema, dass ihr dann immer nur das noch zu hören kriegt, was ihr gerne hören wollt. Das ist ein Riesenproblem im Internet. Deswegen ist das umso schwerer. Wenn man es in den Zeitungen machen will, dann würde ich sagen, diese drei Zeitungen im Zentrum, die müsste man nehmen, um sich ein gutes Bild von der Situation zu machen. Also, wie gesagt, das ist mein kleines Kommentar. Ich dachte, ich rede mal drüber. Natürlich ein paar Wochen zu spät. Logisch, ich bin kein Neuigkeitenkanal, aber ich dachte, als Medienpsychologe ist das schon mal ganz interessant, sich sowas anzuschauen und auch ein bisschen vielleicht weiterzugeben, warum man kritisch sein muss, auf was man sieht. Und natürlich mit Statistiken gilt immer, dass man genau hinschauen muss, wo, mit wem
und was ist eigentlich da drin? Macht das Sinn? Ja, macht der Vergleich Sinn? Und wie gesagt, hier ZDF hat auf jeden Fall einen Fehler gemacht. Der Vergleich macht keinen Sinn. Und naja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann gebt es gerne einen Daumen hoch. Und vielleicht habt ihr ja Fragen noch, dann schreibt sie doch gerne in die Kommentare oder was ja vielleicht noch so denkt, was ihr komisch findet in den Medien. Und vielleicht kann ich ja euch auch als Medienpsychologe da weiterhelfen. Ah, wie gesagt, ihr könnt mich da mal auch anschreiben. Unten sind meine Kontaktdaten auch drin, natürlich in den sozialen Medien. Gebt es einen Daumen hoch, damit auch hier der YouTube-Algorithmus denkt, wow, das Video ist ja gut. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, gerne auch abonnieren. Und wir sehen euch im nächsten Video. Da geht es dann wieder vermutlich um die Philippinen. Und wie gesagt, das ist unser kleiner Kanal hier, wo alles Mögliche mal mit reinkommt. Und jetzt, was halten wir das eigentlich aus dem, was ich gelernt habe? Bis später. Thank you.